Mit einem Rakel, einem Malgerät, das er selbst entworfen hat, verteilt Gerhard Richter die Farben, kratzt sie wieder weg, schafft neue Strukturen. Immer wieder der gleiche Ablauf. Der Zufall ist Teil des Schaffensprozesses. Was ist das? Dass die irgendwie machen, was sie wollen. Ich hätte sie ganz anders angelegt. Schön bunt. Er braucht die Einsamkeit, um zu arbeiten. Dass er sich über einen Zeitraum von rund 5 Monaten dabei filmen lässt, ist auch für ihn ein Experiment. Der Regisseurin Corinna Belz lässt er freie Hand. Einzige Absprache ist, den Film noch vor der Premiere in Köln zu sehen. Wie finden Sie den Film, Herr Richter? Gut. Was ist das Besondere daran? Dass er so langweilig ist. Aber wenn es schön still macht nichts her. Das ist toll. Was hat Sie daran gereizt, diesem Film zuzustimmen? Das ist so ähnlich wie Ausstellen. Man will ja zeigen, was man tut. Corinna Belz dreht in unregelmäßigen Abständen und immer nur für 2-3 Stunden. Selbst das ist dem Künstler schon fast zu viel. Mit ihrer beharrlichen, zurückhaltenden Art gewinnt sie einzigartige Einblicke. Die Art und Weise, wie er seine Bilder anschaut, wie kritisch er auch ist, also eigentlich mit ihm zusammen diese Bilder anzuschauen, das fand ich eigentlich das Interessanteste. Der Film zeigt, wie Gerhard Richter 2009 an einer Serie abstrakter Bilder für eine Ausstellung in New York malt. Er arbeitet meist an mehreren Bildern gleichzeitig und stellt sie immer wieder in Frage. Es kann Wochen dauern, bis er mit dem Ergebnis zufrieden ist. Über das Malen selbst kann man nicht sprechen, hat er einmal gesagt. Und so kommt doch der Film fast ohne Kommentare über den Malprozess aus. Es gab dann Gespräche, weil wir eben da waren. Und weil man dann auch nicht so tut, als sei man nicht da. Und er hat das auch nicht getan. Also das ist ja eigentlich auch so eine ganz gute Art und Weise, damit umzugehen. Gegenständlich oder abstrakt, grau oder farbig. Der Gegensatz ist ein Stilprinzip von Gerhard Richter. Er hat in den bedeutendsten Museen weltweit ausgestellt und gilt als teuerster deutscher Gegenwartsmaler. Seine Werke erzielen auf Auktionen Spitzenpreise in Millionenhöhe. Dass er seine Bilder ganz alleine malt, unterscheidet ihn von vielen anderen berühmten Zeitgenossen. Auch Krisen hält der Film fest. Klappt nicht. Klappt nicht heute? Ja. Also ich kann das nicht draufspielen, das ist mein Irrtum. Was passierte denn dann, wenn Sie das da drauf schmieren würden? Ja, da ist es ganz kaputt. Das ist, war übertrieben, jetzt sowas da drauf zu streichen. Aus Ratlosigkeit, oder? Ja, das ist ja immer. Das kann, wäre nicht das Problem, aber... Es gibt Momente, wo Richter den Film abbrechen will, weil er die Beobachtung durch die Kamera nicht aushält. Aber die Regisseurin kehrt beharrlich zurück ins Atelier, zu dem sonst nur die beiden Assistenten des Künstlers Zutritt haben. Ja. Werden die noch mal übermalt? Ja, klar. Wenn die nicht bestehen. Die müssen das jetzt hier aushalten, müssen jetzt ein paar Wochen gut sein, dann haben sie es geschafft. Naja, an die Wand muss es ja, egal ob es übermalt wird. Wo nichts mehr zu tun ist, höre ich einfach auf, sagt er einmal im Film. Dann ist es gut. In ihrer 90-minütigen Dokumentation zeigt Corinna Belz den Prozess, den Gerhard Richter durchmacht, bevor sich sein Werk dann behaupten muss, in der Galerie oder im Museum. Ja, vor allen Dingen hat sie die Stimmung gut eingefangen. Also über die Zeit, was natürlich sehr verkürzt zeigt, aber dieses, es ist sehr still, sehr ruhig und geht alles sehr langsam. Was hat Sie am meisten beeindruckt? Die Offenheit von meinem Chef und den Humor. Er hat eine ganz besondere Qualität, dass er diese Sprachlosigkeit, die es manchmal Malerei herumgeben muss, einfängt. Das hat mir gut gefallen.
Gerhard Richter Painting. Ein einmaliger Einblick in das Schaffen eines der bedeutendsten Künstler der Gegenwart.